Servus Freunde des verführerischen Grillduftes, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es ist endlich soweit. 10 Burger, ein Ort. Startet diesmal an der Nordseeküste beim Nordseegriller. Und ja, ich habe heute einen karibischen Filettopf für euch. Und was ich dafür alles benutze an Zutaten, das seht ihr dort vorne auf dem Tisch. Da müsst ihr mal mitkommen. So, kommen wir zu den Zutaten. Da haben wir hier hinten einmal ca. 1,5 Kilogramm Schweinefilet. Das habe ich bereits gewürzt mit dem Pork Rub aus der Blue Hawk Reihe von Big J Seasoning. Liebe Grüße an dieser Stelle an dich, Jan. Und mit ein wenig Sonnenblumenöl. Dann haben wir hier 10 mittelgroße Zwiebeln und 125 Gramm gewürfelten Speck. Hier sind 2 Beutel Reis, die werde ich nachher in der Küche zubereiten. Eine Gewürzmischung, die ich selber gemacht habe, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Eine Schaf Ravit. Dann haben wir hier Rispentomaten, Mini-Rispentomaten, 6 Paprika in Würfel geschnitten, ein bisschen Frühlingszwiebeln für später obendrauf. Dann brauche ich Honig, Nelken, eine Barbecue-Soße, in diesem Fall auch aus der Blue Hawk-Reihe, Sojasauce, da hinten verbirgt sich der gute Pott, den brauche ich auch. Dann benötige ich noch einen milden Orangensaft und den Saft einer Bio-Zitrone. Jo, habe ich irgendwas vergessen? Nein, wie gesagt, alles ist noch einmal aufgelistet in der Videobeschreibung. Ja, Freunde, die Zutaten habt ihr jetzt gesehen. Hinter mir geht es gleich weiter an der Dutch-Ofen-Station. Während die Kohlen glühen, werde ich aber noch einmal in die Richtung gehen. Dort gibt es nämlich Frühstück von der Feuerplatte. Und ja, das darf ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und wenn ich fertig bin, hole ich euch hier wieder mit dazu. So, Freunde, die Kohlen sind durch. Die kommen jetzt in den Klappo. Dann kommt dort das Barbecue-Kreuz drauf. Nicht schnell machen, denn das ist hier heiß. Zack. Und dann gesellt sich darauf der Dutch Oven. So. Zack. Machen wir mal auf. So, da kommt jetzt ein bisschen Öl mit hinein. Das lassen wir jetzt erstmal heiß werden. So, Freunde, das Öl ist heiß. Jetzt kommt das Schweinefilet mit rein. Das werde ich hier drin jetzt nur ganz kurz mit Röstaromen versorgen, die ich dann auch für den weiteren Schritt gleich brauche. So, Freunde, dann wollen wir das Ganze einmal drehen. Und ihr seht, wir haben jetzt hier uns ein paar Röstaromen abgeholt. Mehr soll das auch gar nicht werden, denn das zieht dann später im Topf gar, wenn der Rest mit dazu kommt. So, Freunde, und auch von der anderen Seite, ich drehe es einmal ganz kurz, haben wir uns jetzt die Röstaromen abgeholt. Lecker, lecker, lecker. Ja, so passt das. Das holen wir jetzt hier raus. Kommt jetzt erstmal wieder zurück in das Schüsselchen, wo ich es vorhin rausgeholt habe. So. Und jetzt, Freunde, mitsamt der Röstaromen, die sich dort unten noch drin befinden, kommen die Zwiebeln und die Schinkenwürfel dort mit rein. Dass die richtig schön glasig werden. Und ihr seht, wie sich jetzt die Zwiebeln, die Röstaromen, die am Boden waren, abholen, weil sich die Farbe der Zwiebeln verändert. Herrlich. Und ihr wisst es sicherlich, der altbekannte Spruch eines jeden Barbecue-Kanals, wenn ihr das jetzt riechen könntet, Freunde. Aber es ist wirklich so, das ist ein absolut toller Geruch, den euch hier um die Nase wirbelt. So, ich hole euch dann gleich wieder mit dazu. So, Freunde, und während jetzt hinten im Dutch Oven die Zwiebeln glasig werden, habe ich mir das Schweinefilet geschnappt und das schneide ich jetzt in Scheiben. Und ihr könnt sehen, das ist innen drin noch richtig rosa. Ein bisschen wird das dann nachher noch nachziehen und dann ist das richtig lecker. So, Freunde, und die wandern gleich wieder in den Topf. So, Freunde, die Zwiebeln sehen jetzt richtig gut aus und jetzt kommt das Schweinefilet wieder mit dazu, mit Saft natürlich, denn da steckt der Geschmack mit drin. So, das legen wir jetzt nur oben drauf
Dazu gesellt sich jetzt die Gewürzmischung. Wie gesagt, das schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung, was da alles mit drin ist. So, dann und da oben drauf kommt jetzt die Barbecue-Soße. Dann nehmen wir die kompletten 425 Milliliter, die da drin sind. Jetzt kommt der gute Pott dort mit rein. Ja, ich würde sagen, das langt. Gleich gefolgt von dem milden Orangensaft. Boah, Freunde, und jetzt, wo der Rum dort mit drin ist, ist das ein Aroma. So, das waren jetzt gut 300 Milliliter. Das rühren wir jetzt erst einmal ganz vorsichtig um. So, Freunde, jetzt kommt noch der Saft einer halben Bio-Zitrone mit dazu. Dann kommt noch ein guter Teelöffel vom Honig. Also machen wir einen schönen gehäuften. So, dazu kommen jetzt noch vier Nelken. Die Paprika wollen auch noch mit in die Spat. Lecker, 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 lecker. So, nachdem die Paprika drin sind, gesellt sich jetzt noch ein guter Schluck Sojasauce mit dazu. Noch einmal unterrühren. So, und ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich den Reis noch in der Küche fertig mache, aber ich habe jetzt ein bisschen umgeswitcht. Er kommt jetzt einfach hier mit rein. So, das rühren wir jetzt ganz vorsichtig unter und dann denke ich mal, so in 20 Minuten schauen wir da noch mal rein, dann wird abgeschmeckt und ja, dann können wir das Ganze auch schon verzehren. Lecker, lecker, lecker. Ich lasse den Deckel jetzt auf, ich mache den nicht zu. So, Freunde, wollen wir einmal kurz probieren, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Es ist noch nicht fertig, es braucht natürlich noch, aber ich möchte einfach mal probieren, was ich hier so für euch zauber. Denn ich mache das auch zum ersten Mal, lasse mich dann natürlich auch überraschen. Boah, das Ding ist der Hammer. Aber wir brauchen noch ein bisschen. Wenn wir soweit sind, wenn der Reis fertig ist, hole ich euch mit dazu. So, Freunde, ihr habt es eben nicht gesehen. Ich habe das Ganze noch einmal probiert. Ich finde, da fehlt noch ganz klein wenig Salz. Und die andere Hälfte von der Bio-Zitrone tue ich noch mit rein. Den Saft zumindest. Ein bisschen Säure fehlte da. Jetzt ist mir da ein Kern mit reingeflutscht. Den holen wir natürlich erst einmal raus. So, dann rühren wir das Ganze noch einmal um. Und probieren das noch einmal. Jawohl, so lassen wir es. So, Freunde, eine Viertelstunde vor Schluss. Es brodelt noch ganz langsam vor sich hin. Kommen jetzt noch die Tomaten mit hinzu. Na, die letzte auch. So, Freunde, ich bin fertig. Freunde, das schaut richtig lecker aus. Mhm. Essen! Ein Glück aus Gerde fing alles an. Damals im Frühjahr 2019 trafen sich 10 Bürger an einem Ort. YouTuber ist wohl genauer. Viele nichts mehr machen, es gab viel zu essen, es war beste Stimmung. Genau das macht Barbecue aus. Das Ganze ist nur einmal im Jahr an einem Ort. Da treffen sich 10 Blogger, es gibt viel Spaß, Weiß und Heim ganz ohne Zahn. Extra Portion für den Nils. Danke. Ja, Freunde, und das war mein erstes Gericht bei 10 Blogger ein Ort 2024 an der Nordseeküste. Es hat mich gefreut, dass es bei allen hier vor Ort wirklich gut ankam. Und selbst ich muss sagen, es hat auch mir gut geschmeckt, denn ich habe das erste Mal gemacht. Ich wusste nicht, was kommt da jetzt auf mich zu. Von Zutaten her, klar, ja, weiß man schon in etwa die Richtung, in die es geht, aber ich war auch sehr positiv überrascht. Deshalb von mir eine klare Nachmachempfehlung. An euch, macht es mal nach. Ihr werdet überrascht sein, wie lecker das ist. In dem Sinne komme ich heute in diesem Video auch zum Ende. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst, einen freundlichen Kommentar.
Und im besten Fall auch ein Abo. Komm her, mein Lieber. Oder 2.000 oder 3.000. Ja, genau. 1.000 hat er jetzt, ja? Ja, die haben wir erreicht. Und hat es dir geschmeckt? Bombe. Ja. Richtig geile Gewürzkombination. Freut mich. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche Samstag. Da kommt das zweite Video von 10 Blogger, ein Ort an der Nordseeküste beim Nils. Und ja, bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.